Hallo liebe Paranormal-Freaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Meine Frau filmt heute mal wieder. Lange nicht mehr. Danke, mein Schatz. Ja, ich will euch heute ganz kurz mein wichtigstes Werkzeug präsentieren. Und zwar das hier. Das ist mein wichtiges Werkzeug für die Rasenpflege. Mach mal aus. Wir üben noch. Schönen guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Wir haben heute den 2. Mai und es ist immer noch ein fantastisches Wetter. Wir haben letzte Woche richtig kalt gehabt. Wenn ihr gleich mal auf die Rasenpflege... Nochmal. Mach nochmal aus. Es ist übrigens jetzt, glaube ich, der 3. Anlauf. Es ist schon heute Morgen um 8 Uhr fast 20 Grad warm gewesen. Es ist natürlich verrückt, ne? Anfang Mai. Richtig sommerliche Temperaturen. Letzte Woche noch richtig kalt. Letzte Woche ist nicht viel passiert. Vor 2 Wochen haben wir aerifiziert. Das ist jetzt hier nach 2 Wochen die Rasenfläche. Obwohl sie erst in dieser Woche, so seit dem Wochenende, richtig, richtig am Wachsen ist. Also wirklich explodiert. Und sie ist schon ziemlich gut dicht. Können wir gleich mal ein paar Szenen einblenden. Habe ich übrigens vorher gefilmt, Schatzi. Blende ich gleich mal ein paar Szenen ein. Also diese Fläche sieht schon richtig klasse aus. Aber was ich euch heute zeigen möchte, ist... Oh, sabbel. Ist... Nee, so rum. Ja, wieder falsch. Das hier. Das. Genau das. Das ist das wichtigste Werkzeug für die Rasenpflege. Was hat sie gehustet? Macht nichts. So ein kleines Klappmesser habe ich von meiner Frau geschenkt bekommen. Kleines Klappmesser. Und damit kann man tatsächlich sehr viele Dinge hier auf der Rasenfläche tun. Und die zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Also, viel Spaß mit dem Video. Bleibt dran. Tschüss. Jetzt war ich schon fertig. Also bleibt dran, nicht tschüss. Jetzt geht's los. Also was ich tatsächlich mache, ich laufe also mit meinem Taschenmesser über die Rasenfläche und steche, ja, also permanent irgendwelche kleinen unerwünschten Pflanzen aus der Rasenfläche aus. Wie zum Beispiel hier so einen kleinen Löwenzahn. Das habt ihr euch jetzt schon gedacht, ne? So, einfach zack, kurz hier runtergestochen, zack, fertig aufs Beet. Wunderbar. Nein, dann natürlich nicht. Also das ist super. Und wenn man das eben permanent macht, wenn man immer hier rüberläuft und hier hinguckt, da hinguckt, dann kriegt man tatsächlich, okay, ich habe nicht viel Unkräuter hier in der Rasenfläche drin, dann kriegt man tatsächlich auch ohne Chemie, kommt immer darauf an, bevor man, also ne, man muss natürlich schon eine relativ gute Ausgangsbasis haben, dann kriegt man auch ohne Chemie die Fläche wirklich gut unkrautfrei. Aber das mache ich wirklich stundenlang, dass ich hier einfach so, weil das so herrlich ist, über die Fläche gehe und hier und da mal so ein kleines Pflänzchen aussteche. Also das Erste, was man damit machen kann. Was man natürlich auch mit so einem Werkzeug machen kann, man kann die geliebte Poa Annua ausstechen. Ja, hier, da, guck mal hier, ein richtiges Nest hier. Das ist ja hier meine neue gesäte Fläche. Und ich habe ja letztes Jahr schon, wie blöde, hier die Poa Annua ausgestochen. Und das ist, ja, es ist ein aussichtsloser Kampf. Da gibt es überhaupt nichts. Aber wenn man das möchte, muss man ein bisschen gucken hier. Ein riesiger Spot hier. Riesiger Poa Annua Spot. Ja, was man aber jetzt machen kann, da ist auch noch was. Mann, oh Mann, hat die sich schon ausgebreitet hier. So, hier ist noch was. Schön befreien. So, jetzt hat man hier natürlich echt ein übles Loch. Was man jetzt machen kann, jetzt kann man, wie das die Greenkeeper tun, mit dem Messer von außen den Boden ein bisschen zusammendrücken. Also rundherum Löcher reinstechen und einfach dieses Loch ein bisschen von außen zudrücken. Und das dauert wirklich nicht lange, ein paar Tage und man sieht da nichts mehr. Ja gut, ein kleines Schäden gibt es natürlich, aber das funktioniert mit so einem Messer auch richtig gut. Dann hat man hier so ein Ding rausgehauen, schnell auf den Kompost, beziehungsweise auf den Grasschnitt. Ja, so ist es. Ich gucke also immer nur ständig runter
Und dann hier haben wir jetzt zum Beispiel ein Kleenest. Klee ist auch schwierig. Also das passiert mir so, das mache ich permanent. Ich laufe rum und dann sehe ich irgendwas. Und wenn ich dann mein Messer dabei habe, dann habe ich jetzt hier so ein richtig schönes Kleenest rausgehauen. Und auch hier mache ich genau das Gleiche. Ich drücke einfach meinen Mutterboden ein bisschen von außen wieder zusammen. Und schon sieht man nichts mehr. Oh, vorbei. Mist. Schlecht geworfen. So. Was natürlich auch mit so einem Werkzeug sehr gut geht. Also zum Beispiel hier. Hier ist mein Bewässerungsventil, mein Rasensprenger. Und wenn der so ein bisschen zugewachsen ist, kann man natürlich ruckzuck hier mit diesem Messer den Sprenger so ein bisschen ausbuddeln, ein bisschen befreien, damit er nicht so zuwächst. Irgendwo ist hier noch einer. Ja, guck hier. Den sieht man schon kaum noch. Ne, da ist er nicht. Da ist er. Ja, schon fast nicht mehr zu sehen. Es wächst natürlich nach alle Richtungen, das Gras. Und obwohl diese MP-Rotatoren, die halten viel aus. Die muss man nicht ständig frei machen. Aber wenn die so richtig überwuchern, ist auch nicht gut. Ein bisschen freigeschnitten. Gib mir so ein Messer, wunderbar. So, ja. Was kann man mir noch machen? Was kann man noch machen? Ja, hier so, zack. Das wird rausgeschnitten. Kann ein bisschen besser werfen. Nee, okay, aber ne, Spaß beiseite. Das ist wirklich, wirklich sinnvoll. Es kostet überhaupt kein Geld. Und ja, das wollte ich mal zeigen. Ja, yeah, was jetzt? Bodenprobe. Ach, Bodenprobe. Genau das Wichtigste. Das Wichtigste habe ich vergessen. Was man natürlich ganz besonders gut damit machen kann, ist eine kleine Bodenprobe. Und zwar egal wo, also ganz egal wo. Ihr könnt es gleich hier machen. Wenn man einfach mal wissen will, das habe ich übrigens von Heiko. Heiko, dem Profi von Grasshopper, gelernt. Man schneidet ein Dreieck. Ich mache das gleich mal auf der tiefgeschnittenen Rasenfläche, sieht man das besser. Und dann ein Dreieck schneidet man und schon kann man sich mal so auf die Schnelle so ein Bodenprofil anschauen. Wie so die Wurzeln ausgebildet sind, ob es oben Filz gibt in der Rasenfläche. Und diese Dreiecke, die kann man super gut wieder reindrücken in den Boden und man sieht nichts mehr. Und jetzt zum Beispiel haben wir vorne an der Südkante einen Bereich, der wächst einfach nicht. Da in der Nähe, wo die Eiche gestanden hat. Und habe ich schon gemacht. Ich zeige es euch jetzt noch mal. Und da habe ich jetzt auch mal reingestochen und mal so eine kleine Probe entnommen, um mir anzuschauen, was ist da eigentlich los. So, genau hier. Hier ist also wirklich ein ganz, ganz, ganz schlecht wachsender Bereich. Und so ein Messer kann man jetzt hier auch einfach mal so quick and dirty so ein Dreieck rausschneiden, um sich mal im Boden die Situation anzugucken. Und ich habe es natürlich schon gemacht. Ja, und hier sieht man das tatsächlich auch noch mal sehr gut. Hier, wenn ich es ein bisschen sauber mache, hier sieht man hier so eine richtige helle Linie. Und hier ist ein bisschen Aufwuchs, ein bisschen Filz oben drin. Aber das, was man hier sieht, das ist die Quarzsandschicht, die wir auf die Wollrasenmatte raufgekippt haben. Und wenn man jetzt hier ganz genau hinguckt, da muss noch ein bisschen dichter kommen, dann sieht man genau unter dieser Quarzsandschicht, sieht man hier noch ganz viel Wolle. Und es ist unglaublich. Hier, alles Wollfasern. Und ich
glaube tatsächlich, das war der fatale Fehler. Das wurde auch nicht empfohlen, das so zu machen. Diese Quarzsandschicht, das waren 0,4 bis 1,4er Quarzsand, also ein wirklich sehr gut gesiebter Quarzsand. Und dieser Quarzsand muss hier wohl wie eine Sperrschicht gewirkt haben. Also wirklich wie eine Lagentrennung, wie eine Sperrschicht. Das Wasser ist wohl nicht richtig hier durchgekommen, nicht durchgeflossen. Das ist tatsächlich so. Das liegt letztendlich an der Anomalie des Wassers. Wasser bildet ja oder hat so eine Oberflächenspannung. Und wenn man eine sehr krasse Trennung hat zwischen grobem Korn und feinem Korn, dann entsteht dadurch eine wasserundurchlässige Sperrschicht. Die Wassertropfen, die bleiben an der feinen oder an der groben Körnung hängen und können dann nicht mehr abfließen, weil es ein sogenannter, ja, Korngrößensprung ist. Das ist tatsächlich so. Das habe ich selber gelernt in meinem Greenkeeper-Seminar. Und dann kann es passieren, dass eben durch so eine Trennschicht, durch so eine Trennlinie, das Wasser nicht durchsickern kann. Und ich bin ziemlich der Überzeugung, dass das genau hier passiert ist. Und dass es deswegen auch hier so richtig schlecht aussieht. Und dass deswegen auch das Bodenleben nicht aktiv genug war, um hier diesen Wollrasen zu zersetzen. Was kann man tun? Ja, auch hier kann man jetzt nur wirklich kräftig aerifizieren und sanden, um diese Brüche, diese Bruchlinie tatsächlich zu beseitigen. Ja, und das ist genau eben das, was man mit so einem Messer super machen kann. Mal kurz mal reinstechen, mal schauen, was ist los im Boden. Finde ich da irgendwas? Finde ich da vielleicht Engerlinge oder irgendwas? Finde ich eine Sperrschicht? Und da kann natürlich da nichts gut wachsen. So, okay, bist du jetzt zufrieden? Ja. Genau, also das ist ein wirklich wichtiges Werkzeug. Ich hoffe, ihr fandet das Video cool. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.